Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und ihr seid in Folge Nummer 290 von Simotrans. Ja, wir hatten hier die Straße umgebaut, diese Einfahrt, Durchfahrt durch den Marktplatz und dadurch ist diese Straße wohl entlastet worden. Wie wir jetzt auch gerade sehen, sieht es da ganz gut aus. Da wollen wir hoffen, dass das so weitergeht. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. So, dann wollen wir mal schauen. Was haben wir denn jetzt hier noch zu tätigen? Ich glaube, in diesem Städtchen läuft es erstmal ganz gut, ne, oder? Wir haben das alles so ein bisschen umgebaut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier wieder in die Haltestellenliste. Haltestellen, wartend ist richtig, absteigend ist richtig, Adenau, gucken wir rein. An diesem Bahnhof warten tausende von Leuten wahrscheinlich. Genau so ist es. Zum Starrenweg. Wo ist er hier? Lemois, Waldweg, Kloster. Ah, wo ist denn jetzt das? Ach so, das ist ja Quatsch, das ist ja meine Liste Dingens. Ich müsste jetzt hier in die Linie reingehen, ne? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich weiß ja gar nicht, welche Linie jetzt hier lang fährt. Wir brauchen den Starrenweg. Das ist Louis Pasteur. Ah, da ist der Starrenweg. Vom Starrenweg wollen nicht so ganz so viele zurück. Das bedeutet, irgendwas müssen wir mit den 6000 Leuten tun, ne? Hier ist der Bahnhof. Bauen wir hier die Straße durch. Machen wir erstmal, ne? Bevor ein anderer was anderes baut hier. Das machen wir erstmal hier zu. So. Dann bauen wir die Straßenbahn, glaube ich, immer so rum, oder? Ist das mal eine Idee? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir bauen eine Straßenbahn zu diesen drei Haltestellen. Die ersten drei sind ja hier auch tausende von Leuten. Mach das mal zu. Mach die Straßenbahn auf. Mach ich die baue, ne? Kann ich die auch schon bauen, obwohl noch gar keine Straße da ist? Nee, geht nicht. So, das bedeutet, ich mache mal jetzt hier so weiter. Kann das bis dahin so ziehen, oder? So geht's schon mal. Starrenweg ist da. Können wir ja durchziehen. Dann haben wir noch Kastanienstraße, die ist hier. Und wer ist der dritte im Bunde? Plieninger Straße. Die ist da. Gut, Plieninger Straße können wir schon mal so hier. Zack. 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 Und zack. Und wie bauen wir das hier durch? Hier lang, oder? Ja, einen müssen wir opfern. Geht das zu opfern? Okay, dann müssen wir es anders erst abreißen. Tausende hat das gekostet. Und jetzt geht hier die Reise nach dahin weiter, oder? Passt. So, Oberleitung. Sieht schon mal gut aus, oder? Und ah, das hat ja jetzt wieder gut geklappt, ne? Wieso baut er jetzt hier keine Oberleitung hin? Ist hier jetzt eine oder nicht? Ja, sehr schön. Ja, sieht so aus, als ob jetzt einer da ist, oder? Hier geht sie durch. Da geht sie auch lang. Ah, hier unten fehlt uns noch was. Ah, wir haben irgendwie eine andere vorher gehabt, ne?
Haben wir den 90 km/h da gehabt? Ich weiß es nicht, aber 50? Ja, vielleicht hätten wir 90 besser nehmen sollen. Kann man das upgraden so? Ja. Die fahren hier schon durch, ne? Das sieht irgendwie gerade so richtig schlecht aus mit dieser Oberleitung. Aber jetzt ist sie, glaube ich, gut, oder? Ich glaube, jetzt sieht sie gut aus. Okay, das bedeutet, jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug mit einer Linie. Wo hat man das Depot hingebaut? Da. Elektrotraktion. Lass mal gerade checken, das war jetzt hier, ist über Eck, das heißt, da geht wieder keine doppelte. Aber hier geht ja eine hinzubauen, so ist nicht, also wir können eine Zweier bauen, da, ne, doch die Cleaningstraße ist eine Zweier und die hier, ist die über Eck? Ne, ich glaube, die ist auch nicht über Eck, ne? Warte, das geht da auf. Da geht es aber nicht auf. Das bedeutet, da ist sowieso nur ein. Oder ist hier noch was hinter? Ah, der Kastanienkoch hat da. Oder der Kastanienweg hat da. Alles klar, dann brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das bedeutet, wir brauchen wieder einen Halt. Das bedeutet, wir nehmen diesen Zug. Ja, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist, sehen aber beide ziemlich gleich aus. Zack. Fahrplan. Ich muss neue Linie klicken. Habe ich gedacht. Die Linie 28 kann ich nie auswählen, oder doch? Linie 83 ist auch toll, oder? Hinzufügen machen wir erstmal. Wir starten hier unten. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Weißt du was? Lösch das mal lieber nochmal raus und. Ach, stand der ja auch Großbäckerei, ne? Hätte ich auch gleich drauf kommen können. So, dann zur Starrengeschichte. Dann zur Cleaning, dann zur Kastanie und dann wieder zurück. So machen wir's. Ist jetzt nicht das Beste, ne? Neue Linie, das ist Linie 84, nennen wir jetzt Strabar Innenstadt. Adenau Innenstadt, vielleicht so besser, ne? Enter. Fertig. Und wir kopieren das Ganze zweimal? Ne. Die Sorgen, dass es hier in der Einbahnstraßengeschichte ein Problem gibt, mach erstmal zweimal. Ja, müssen wir gucken, wie das wird. Weiß ich auch noch nicht. Ja, ich sehe schon, wo das größte Problem kommt. Das ist nämlich, dass sie falsch rumfahren. Okay. Noch klappt's, ne? Weil die jetzt daneben herfährt. Die andere ist aber noch im Depot. Kommt nicht raus, hat wer reserviert oder was? Wahrscheinlich, ne? Ne, jetzt fährt sie. Ne, doch nicht, die ist ja das. Ja, die hat gleich 109 Passagiere und fährt da lustig lang. Hier wäre ja kein Problem, sag ich mal. Nur das aus dem Depot raus ist ein Problem, oder wie sehe ich das? Wartet auf Freistrecke, gut. Und die wartet auch auf Freistrecke, oder wie ist das? Warte auf Freistrecke, ach so, weil da noch eine steht. Wartet auch auf Freistrecke. Ja, ist ja super. Das hat jetzt nicht geklappt, ne? Bedeutet, wir müssen dieses hier eigentlich irgendwie wieder umändern, ne? Hm. Jetzt stehen die sich drei zu dritt gegenüber, ne?
Ach Mann. Fahrzeug wurde zum Depot geschickt. Fahr mal dahinter. Und jetzt nicht mehr fahren. Was macht sie? Wo fährt sie lang? Sie wartet jetzt bis... Ach, die fährt jetzt da lang. Sehr interessant. Wo fährt die dann lang? Ja, das wird alles nichts. Ich sehe schon. So, jetzt wartet die nämlich auch auf freie Strecke. So ist es. Ja, kannst du knicken, ne? Gibt es hier irgendwo ein Schild mit Einbahnstraße? Für Straßenbahnen. Herrn Krog, Magdeburg, Fernsehpassagiere, Post. Warte mal, das könnte... Ah, wir können es nur durch Straßenbahnschilder, durch Eisenbahnschilder können wir steuern, ne? Und wie war das? Streckenschild Vorrang KS, keine Ahnung. Das läuft ja schon wieder mit den Schildern hier. Richtungssignal Halt. Sehr gut. Das bedeutet, die können nur in die Richtung fahren, richtig? Und wie ist das hier? Müssen wir mal gucken, oder? Mach das mal weg. Sag ihm nochmal zum Depot fahren, bis es hinter diesem Schild ist, oder? Dann müsste er ja richtig rumfahren, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht, oder? Fährt weiter. Fährt weiter und wird auch weiterfahren. Fährt jetzt hier lang, ist nicht schlimm. Und wenn wir da schon sind, dann können wir das ja mit dem Signal auch noch machen. So, die fährt jetzt bis hier hin und dann dreht sie um, oder? Das ist jetzt auch nicht schlimm. Das würde nur bedeuten, dass wir hier die Straßenbahn anders fahren lassen müssen. Dieses Signal muss noch hier irgendwo hin. Nee, das war jetzt tatsächlich doch so rum. Sollte jetzt funktionieren eigentlich, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich will es hoffen. Und die steht da immer noch dran. Ja, weil sie keine freie Fahrt gekriegt hat. Das müsste jetzt aber klappen, wenn die da vorbei ist, oder? Könnte knapp werden. Warte immer noch auf freie Strecke, weil die da jetzt im Weg ist. Aber wenn die jetzt weg ist, dann kann die ja fahren, ne, oder? Vielleicht wird es ja noch was, weiß ich nicht. So, jetzt fährt sie auch schon raus. Hier geht's nicht lang, ne? Hatten wir dir das nicht erzählt? Ah, zu spät erzählt, ne? Fährt jetzt aber weiter, denke ich, oder? Ja, fahr jetzt mal. Okay, die ist wo? Da schon. Die biegt jetzt natürlich da ab, ist klar. Gut, das bedeutet, hier kommt auch noch so ein Schild hin. Haben wir das? Ja. Darf man nicht reinfahren. Darf man nur so rumfahren.
Und hier müsste man das ja auch machen, ne? So müsste es klappen, oder? Nur das hier, das klappt natürlich jetzt gerade nicht, ne? Ja. Wieso geht das mit der jetzt nicht und mit den anderen ging das alles? Wieso kann die jetzt nicht weiterfahren? Wie alle anderen auch. Hier ist doch niemand mehr. Oh. Nee. Das war verkehrt. Wir wollen hier hin. Und die soll irgendwo hinfahren. Wieso kriege ich jetzt diese Ansicht? Fahrplan dahin. So, jetzt muss er aber fahren, oder? Findet keinen Weg mehr. Warum findet die keinen Weg mehr? Damit steht ein Signal falsch, oder wie? Toll, oder? Fahr doch mal da lang. Finde auch keinen Weg mehr. Wieso findet die eine einen Weg und die andere nicht? Also das Signal war ja schon mal richtig ausgerichtet, ne? Kann hier nur reinfahren, ne? Nee, darf nicht reinfahren. Und da? Boah. Wartet auf freie Strecke. Gute Frage, wer da jetzt was blockiert, ne? Normale Signale. Kommen jetzt auch noch an zum Einsatz, ne? So, das ist richtig rum, ne? Ja. Warum diese doofe Bahn hier keinen Weg mehr findet, weiß ich nicht. Jetzt fährt sie. Keine Ahnung, warum die den Weg nicht finden konnte. Okay. Die steht jetzt vor dem Signal. Und jetzt gibt es hier noch ein Signal. Passt, oder? Warum fährt die jetzt nicht weiter? Aha, da kommt einer. Dann fährt die jetzt vielleicht weiter. Jetzt fährt die andere auch weiter. Vielleicht klappt es ja jetzt mit den Straßenbahnen. Findet keinen Weg mehr. Warum findet man da keinen Weg mehr? Ja. Ist hier was faul? Nein. Das kommt mir alles sehr spanisch vor. Dann reißen wir das Signal da gerade erstmal weg und dann gucken wir, was da passiert.
Und jetzt? So, fährt jetzt zur Großbäckerei und crasht jetzt da rein oder was? Wer ist jetzt da? Und jetzt? Findet keinen Weg mehr. Okay, ich glaube, diesen Fall werden wir in der nächsten Folge lösen müssen, damit diese Straßenbahn wieder einen Weg finden. Ich hätte vielleicht hier was anders bauen müssen. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Weiß ich noch nicht. Okay, wir kriegen das aber auf jeden Fall in der nächsten Folge hin. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.